hier ganz besondere Gefäße mitgebracht, den Ebblevoy in Fässern. Ist einzigartig, oder? Ja, einzigartig nicht, aber ich habe mir halt so den Gedanken gemacht, wie ich am besten, also sagen wir mal so, Gäste, die abends bei uns waren, sagen, wie kriege ich jetzt den Apfelwein wieder nach Hause zu mir? Das habe ich lange Zeit überlegt. Und wie kriege ich meine Kultur oder wie kriege ich alles unter einen Hut? Und da fiel mir das ein mit den Fässern. Ich bin mal spazieren gegangen im Einkaufszentrum und habe ich diese Bierfässer gesehen. Da sage ich, das ist mein Medium, das brauche ich. Mit dem Grafiker zusammen haben wir das dann umgesetzt. Den Bembel Design mit Apfelwein und das läuft momentan wie verrückt. Also ich bin sehr zufrieden, das schlägt ein, das ist sensationell. Ich bin also sehr glücklich, dass es so läuft. Schon sprechen von moderner Kultur der Bembel-Herstellung und des Apfelweins? Also ich bin immer noch sehr traditionell. Also natürlich, der Steinkrug ist für mich nicht zu ersetzen. Aber wenn jetzt Leute zu mir kommen, ältere Leute auch, nicht nur junge Leute, sondern ältere Leute sagen, ich nehme das mit zu meiner Schwester, die lebt nicht mehr in Frankfurt, statt Blumen, das ist das beste Kompliment, was ich bekomme. Ja, man muss nicht unbedingt modern, aber natürlich ist es modern, selbstverständlich. Aber der klassische Bembel geht nichts anderes. Also Bembel 3.0. Bembel 3.0, ja genau. Wie lange kann man den Stoff hier denn quasi in diesen Fässern aufbewahren? Also der Apfelwein an sich produziert sich immer weiter, also er entwickelt sich ja immer weiter, auch in diesem Fass. Also ich sag mal, so ein Dreivierteljahr ist auf jeden Fall gar kein Problem. Es ist ja ein reines Naturprodukt. Sobald da kein Luft dran kommt, können Sie ein Dreivierteljahr ganz entspannt da drinnen lassen. Ich habe auch schon Leute gesagt, die haben den also danach probiert. Schmeckt also fabelhaft. Es muss halt auch ein gescheiter Schoppen sein. Entschuldigung. Jetzt sind Sie hier auf der RDA. Wie reagieren die Touristen, die jetzt von außerhalb kommen, auf Ihr Produkt, wenn sie das probieren, wenn sie das sehen? Natürlich, viele sagen immer, dem Wein gegenüber, der Vergleich des Weines gegenüber. Nur beim Apfelwein ist halt der Restalkohol, beziehungsweise der Restzucker ist halt nicht da drin. Deswegen schmeckt er also relativ trocken auf der Zunge. Wenn Sie natürlich mal in dieser Kultur des Apfelweins drin sind, also Sie sind bei mir im Lokal zum Beispiel, dann schmeckt er natürlich ganz anders als hier auf dem RDA. Aber wir wollen ja auch den Gästen das hier nur näher bringen. Ist jetzt hier nur ein reines Verkosten. Kommt immer wieder gut. Sagen, ist ja gar nicht so sauer, man spritzt ein bisschen und dann kommt man schon ins Gespräch und das sollen wir ja machen. So wollen wir es ja machen. Ganz kurz ein Abstecher noch zu Ihrem Geschäft, Lorsbacher Tal. Wie kann man sich das vorstellen? Wo liegt das? Was ist das? Also der Name Lorsbacher Tal kommt aus dem Taunus, das ist eine Stadt im Taunus. Wir haben das damals, also nicht wir, sondern unsere Vorfahren, haben das gemacht, weil die Frankfurter ja immer in die Sommerfrische in den Taunus gefahren sind. Und Altsachsenhausen war ja früher ein Gewerbeviertel, also ein Arbeiterviertel. Und da ging es nicht, dass die Leute in den Taunus gefahren sind. Und da haben gesagt, bleib doch hier im Lorsbacher Tälchen. Und da haben wir das übernommen zum Lorsbacher Tälchen. Heute heißen wir zum Lorsbacher Tal. Wir sind ein ganz klassisches, uraltes Apfelweinlokal mit langen Bänken, wo man also unter den Reben sitzen kann. Also wir haben auch Weinreben, weil wir früher auch Wein produziert haben. Also man muss halt einfach mal gesehen haben.